Als in der vergangenen Woche Russland die Ukraine angriff, da bekundete Deutschlands neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, in einer neuen Welt aufgewacht zu sein. Und wie Frau Baerbock dürfte es so vielen an dem Tag ergangen sein. Was unweigerlich zu der Frage führt, in was für einer alten Welt man denn vorher gelebt hat. Einer Welt, in der offenbar das Gendern wichtiger war als die Verteidigung, in der die Energiefrage nur bestimmt wurde durch den CO2-Ausstoß und nicht etwa durch geostrategische und geopolitische Erwägungen und in der der durchschnittliche Flüchtling ein wohlgenährter, gut situierter, junger Mann aus der arabischen Welt oder Afrika war. Nun, herzlich willkommen in der neuen Welt. Und das ist natürlich heute unser Thema, der Krieg in der Ukraine. Ah, und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe von JFTV zu dem Thema, was uns da seit einigen Tagen ja fast durchgängig beschäftigt. Übrigens an der Stelle schon mal gerne der Hinweis, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, dann schauen Sie auch unser Video-Interview mit Boris Reitschuster, das gerade vorgestern erschienen ist und in dem wir uns mit dem beschäftigen, was da im Kreml passiert und vor allem mit der Person, die da im Kreml derzeit das Sagen hat, nämlich Wladimir Putin. Reitschuster, jemand, der Putin persönlich kennt, lange in Russland, in Moskau war und da einiges Interessantes an Eindrücken und Analysen zu schildern hat. Nun wollen wir uns heute aber mit der anderen Seite dieses Konfliktes beschäftigen, eine Seite, auf der auch wir stehen, neben uns einige weitere Länder, zum Beispiel unser Nachbarland Polen. Und es freut mich sehr, aus Polen heute bei uns begrüßen zu dürfen, den Journalisten Wojciech Ozinski, der für den polnischen Rundfunk in Berlin als Deutschlandkorrespondent tätig ist. Herzlich willkommen, Herr Ozinski. Hallo. Ja, Herr Ozinski, wie eingangs schon gesagt, in Deutschland ist so manch einer in einer neuen Welt aufgewacht. Mittlerweile erleben wir in dieser neuen Welt auch eine neue Politik, am deutlichsten zu sehen am vergangenen Sonntag im Bundestag, an der Regierungserklärung, insbesondere vom Bundeskanzler Scholz, der dort zum Beispiel bekundete, Deutschland wolle nun 100 Milliarden Euro in Verteidigung investieren. Ganz neue Töne, eine 180-Grad-Wende, so wurde das hier in Deutschland kommentiert. Wie nimmt man diese Neuausrichtung deutscher Außenpolitik denn in Polen wahr und wie ist sie dort kommentiert worden in den großen Medien? Es wurde vernommen zunächst einmal, die polnische Sicht auf den Russland-Ukraine-Konflikt ist im Grunde genommen so ähnlich, wie sie es schon vorher war. Nur die polnischen Bedenken wurden hierzulande, so glaube ich, oft überhört und ich befürchte, dass sie auch künftig überhört werden könnten. Auch wenn sich, wie Sie jetzt gesagt haben, offenbar ein Kurswechsel in der deutschen Außenpolitik andeutet, offenbar auch in der deutschen Verteidigungspolitik. Also im Grunde genommen haben wir von Beginn an, also bereits seit vielen Jahren, sowohl wir, aber auch die Regierungen in Vilnius, auch in Kiew, Deutschland darauf hingewiesen, dass Gasgeschäfte mit Russland langfristig die Ukraine schwächen und Russland selbst militärisch verstärken werden. Ja. Wladimir Putin finanziert ja seine Kriegsmaschinerie hauptsächlich mit Mitteln, die ihm aus dem Westen zufließen. Ja. Traurig, aber wahr. Dies hat allerdings auch damit zu tun, dass auch die Bundesregierung jahrelang den Kreml verharmlost hat, dass es immer noch unzählige Politiker gibt hierzulande, etwa in Mecklenburg-Vorpommern, wo unlängst noch exotische Klimastiftungen gegründet wurden, die trotz allem bis vor kurzem noch an ihre Russland-Romantik nicht ablegen wollten. Ich erinnere daran, dass noch unlängst auch die Regierung in Brandenburg es nicht gern gesehen hat, dass die NATO-Ostflanke verstärkt wurde, ja, dass da amerikanische Soldaten sich sozusagen den Weg durch Brandenburg Richtung Polen ebnen. Wir haben uns in Polen an vieles gewöhnt, an die Aussagen eines Matthias Platzek, eines Gerhard Schröder sowieso, ja, Frau Wagenknecht, die zwei Tage vor dem russischen Angriff beinahe gesagt hätte, Putin sei ein aufrichtiger Demokrat, ja, den man nicht provozieren solle, denn er habe kein Interesse an einem Krieg mit der Ukraine. Das alles kennen wir, da haben wir uns dran gewöhnt in Polen, weil hier offenbar auch ein greifbarer Bezug zur Realität fehlte. Ja, aber dass teilweise gestandene deutsche Politiker mit bestimmten, ich sag mal, Wiedererkennungsmerkmalen, ja, im Ausland immer noch an den diplomatischen Geist des Kreml-Chefs glauben und das in einem Moment, wo in Kiew die Häuser brennen, ja, das brennende Regierungsgebäude in Kharkiv, ja, das haben wir immer noch vor den Augen von heute Morgen. Also das ist eine Poetik, die will sich mir nicht ganz erschließen. Ja, und
Wir müssen da natürlich jetzt das Ganze nicht jetzt in voller Detailschärfe ausleuchten. Selbstverständlich sollte der Geldfluss nicht unterbrochen werden. Ja, jetzt wird er offenbar unterbrochen und wir schauen, wie Russland reagiert. Ja, das sind einige Themen, die Sie da aufgezählt haben. Nun gehen wir es mal nacheinander durch. Thema Nummer 1, die Energiefrage. Ich kann mich erinnern, ist nicht lange her, da ging in Deutschland die Meldung durchs Land, Polen wolle, ich glaube, insgesamt 6 neue Atomkraftwerke bauen. Das Ganze begleitet von einigermaßen großem Entsetzen hier in Deutschland zu jener Zeit. Mittlerweile in der neuen Welt, in der wir jetzt leben, diskutiert hier in Deutschland offenbar sogar ein grüner Wirtschafts- und Klimaminister, Robert Habeck, ob man nicht die paar Atomkraftwerke, die Deutschland noch hat, nicht sogar länger laufen lassen müsste. Wie erklärt sich das? Wie ist da die Situation in Polen? Hat man da vielleicht einfach die Energiefrage auch vorher schon nicht nur aus Klima- und anderen Gesichtspunkten gesehen, sondern eben auch vor einem geostrategischen Hintergrund, sich nicht zu sehr von Russland abhängig zu machen? Ich beginne mal so. Es sind ja nicht nur die Sozialdemokraten oder die Linken gewesen, die fast jedes Wochenende nach Moskau reisen, die sich den Sanktionen immer wieder so entgegenstellten. Hinsichtlich einer eventuellen Ausschließung Russlands aus dem SWIFT-System hörte man ja auch bis vor kurzem noch kritische Stimmen aus dem CDU- und FDP-Lager, ja, wo auch bestimmte ganz spezifische finanzpolitische Ansichten vertreten werden. Ja. Und wie Sie eben richtig darauf hingewiesen haben, gleichzeitig bekommen wir in Warschau kurz vor dem russischen Angriffskrieg Besuch von der grünen Ministerin Steffi Lemke, die in einer solchen Zeit allen Ernstes erwartet von Polen, ja, es möge doch lieber keine Kernkraftwerke bauen, ja. Dabei gilt ja vielleicht sogar die Atomenergie in der EU bald als grün, ja. Erdgas sowieso, dafür haben die Sozialdemokraten sich ja eingesetzt. Und jetzt, vor kurzem plötzlich, stellt die deutsche Chefdiplomatin Annalena Baerbock mit Erstaunen fest, ihr russischer Amtskollege Sergej Lavrov habe sie belogen. Ja, sie sei enttäuscht, weil er sie bis zur letzten Minute im Glauben gelassen habe, diese 150.000 russische Soldaten an der Grenze seien nur an Militärübungen interessiert, ja, und würden bald den Rückzug antreten. Nein, wir Polen, und das meine ich nicht nur energiepolitisch, die baltischen Staaten, auch die Ukraine, sagen euch seit Jahren, ihr müsst einen Kurswechsel vollziehen, ja, denn Russland hat hier nicht zum ersten Mal gelogen. Also das kann nicht überraschen. Moskau kennt die Sprache der Diplomatie nicht. Wenn da nicht endlich auch ein Umdenken stattfindet, jetzt offenbar findet es statt, dann ist es nicht der letzte Krieg in Europa. Ja, schon vor 13 Jahren hat Polens Präsident Lech Kaczynski den Westen gewarnt, dass genau jetzt diese Situation eintritt. Ja, und der Westen hatte für ihn damals nur einen verdutzten Blick übrig. Ja. Wie groß ist denn da im Moment in Polen die Sorge, dass der aktuelle Angriff Russlands nicht nur der Ukraine gelten könnte, sondern eventuell auch anderen osteuropäischen Staaten, ja möglicherweise sogar ihrem Land selbst? Naja, so die Beziehungsgeschichte zwischen Polen und Russland, vor allem in den letzten Jahrzehnten, ja, hat gezeigt, dass hier natürlich bestimmte Disproportionen bestehen. Russland gab und gibt viel mehr für seinen militärischen Bedarf aus als Polen. Und andererseits sieht man, welche Probleme Russland derzeit mit einem vermeintlich schwächeren Gegner hat. Ja, das heißt, die Polen wollen niemanden angreifen, aber selbstverständlich sind wir in der Lage, uns angemessen zu verteidigen. Auch hat mein Land inzwischen viele Bündnispartner, ist ja kein Geheimnis. Das heißt, wir müssen die Verteidigungsmöglichkeiten Polens heute in einem ganz anderen Licht betrachten, als vielleicht noch. Ist man da froh, in der NATO zu sein, auch gerade mit Blick auf Finnland aktuell? Selbstverständlich. Finnland ist nicht in der NATO. Und auch die Verteidigungsmöglichkeiten Polens muss man heute in diesem NATO-Zusammenhang sehen. Polen ist NATO-Mitglied und die Regierung in Warschau pocht seit Jahren auf eine Verstärkung der Ostflanke. Auch wenn das hierzulande in Deutschland immer wieder belächelt wurde. Ja, jetzt haben wir den Salat, ja, jetzt haben wir das lange genug belächelt. Und in einem Interview mit der Berliner Morgenpost vor 2 Tagen, glaube ich, hat Polens Premier Mateusz Morawiecki kürzlich dafür plädiert, auch eine starke europäische Armee zu schaffen, die sozusagen mit dem transatlantischen Bündnis Hand in Hand ginge. All dies sind Ideen, die den neoimperialen Ambitionen eines Wladimir Putin Einhalt gebieten könnten. Denn vielleicht, wie Sie ja richtig sagen, zielt er nicht nur auf die Ukraine ab.
Es ist schwierig zu sagen, wie dieser Krieg ausgeht. Ja, damit sind wir noch abschließend bei einem weiteren großen Thema, das jetzt immer stärker in den Fokus rückt. Der Krieg in der Ukraine führt offenbar zum Entstehen einer neuen großen Flüchtlingswelle. Nun haben wir in der alten Welt von vorletzter Woche eigentlich mal gelernt, der typische Flüchtling ist ein junger Mann aus der arabischen Welt oder Afrika. Sieht das nun in unserer neuen Welt aus? Wie ist die Lage an der polnisch-ukrainischen Grenze? Wer kommt da? Wie viele sind es? Wie ist die Situation vor Ort? Naja, inzwischen sind mehr als 300.000 ukrainische Flüchtlinge in Polen angekommen. In diesen wenigen Tagen seit dem Beginn dieser fürchterlichen Invasion. Es werden Züge bereitgestellt. Die meisten Flüchtlinge kommen im südpolnischen Przemyśl an, das ja unweit der Grenze gelegen ist. Von dort aus besteht dann auch die Möglichkeit, in andere polnische bzw. auch westeuropäische Städte und Ortschaften zu gelangen. Und um auf Ihre Frage zu antworten, es sind keine alleinstehenden jungen Männer, ja, sondern zumeist Frauen mit Kindern. Oder etwa Männer, die das 60. Lebensjahr überschritten haben, denn die Jüngeren müssen ja ihr Land verteidigen. Und wir erleben eine große Hilfsbereitschaft. Viele Polen nehmen die ankommenden Ukrainer bei sich zu Hause auf. Die polnische Regierung errichtete ein Logistikzentrum, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. Und diese Situation ist ja für viele Polen nicht ganz neu, ja? Dieser russisch-ukrainische Konflikt. Eskaliert zwar jetzt in diesen Tagen, aber der dauert ja schon seit Jahren an, flammte immer wieder auf, vor allem im Donbass. Und es kamen immer wieder ukrainische Flüchtlinge nach Polen. Ja. Einige von ihnen, beziehungsweise auch inzwischen jetzt sehr viele, kommen bei ihren Landsleuten in Polen unter, die schon vorher in Polen gelebt haben. Ja. Und viele ukrainische Flüchtlinge haben sich in Polen bestens integriert. Ja. Und diese breite Zustimmung für die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge belegen ja auch die Umfragen. Ja. Also wir sehen, dass Polen ein sehr tolerantes Land ist. Ja gut, tolerant. Also vor einigen Monaten klang das noch ganz anders. Gerade hier in Deutschland, ja, wir erinnern uns, als an der weißrussisch-polnischen Grenze ein paar tausend Migranten standen, besser sollte man sagen, dahin gebracht wurden vom weißrussischen Diktator Lukaschenko. Da hat Polen das sehr restriktiv gehandhabt, hat also diese Menschen nicht einreisen lassen, wurde dafür gerade hier in Deutschland angefeindet. Jetzt die Situation, wie Sie sie schildern, eine ganz andere. Woran liegt das? Ist man in Polen vielleicht einfach besser imstande zu unterscheiden, wer da kommt und warum derjenige da kommt? Sie haben zweifellos recht. Also diese enorme Hilfsbereitschaft der Polen, die wir jetzt sehen, auch diese Toleranz, die steht natürlich absolut im Gegensatz, kontrastiert mit dem Narrativ, das ja so ein bisschen in Brüssel kreiert wurde. Die Polen seien intolerant und Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze würden weggeschickt werden und so weiter. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wie Sie geschildert haben, dass die Polen da genauer hinschauen. Ja, genauer hinschauen. Das ist auch für uns das Credo in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Natürlich die Ukraine-Krise da absolut im Mittelpunkt. Unter anderem Thomas Fassbender im Interview. Natürlich auch Dieter Steins Streiflich zum Thema und viele weitere interessante Beiträge. Sozusagen der Versuch, Ihnen, liebe Zuschauer, dieses sehr komplexe, schwierige Thema etwas näher zu bringen, etwas besser zu erklären. Dazu haben auch Sie, Oczynski, heute einen wertvollen Beitrag geleistet. Vielen Dank dafür und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke. Ja, und vielen Dank auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Und so denn Sie es noch nicht getan haben, dann vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Es lohnt sich. Denn schon bald geht's weiter. In nicht allzu ferner Zukunft erscheint hier schon der nächste Beitrag zu diesem Thema. Dann aus der Bibliothek des Konservatismus, wo JF-Chefredakteur Dieter Stein mit interessanten Gesprächspartnern natürlich auch dieses Thema besprechen wird. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich wie immer auf ein Wiedersehen bei JFTV.